Zivilschutz heißt für mich in erster Linie Eigenverantwortung und der Probealarm, der stattfinden wird, der ist notwendig, damit die Zivilschutzsignale dann auch von den Menschen erkannt werden. Das heißt, was muss ich bei welchem Signal tun? Ich bin hier dem Zivilschutzverband mit Präsident Christoph Kainz an der Spitze sehr, sehr dankbar für diese Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Wir sind aber auch dankbar in Niederösterreich, dass der Zivilschutz in den Gemeinden vor Ort gelebt ist. Dort gehört auch hin. In der Gemeinde weiß man am besten, unsere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, wenn ein Ernstfall eintritt, was zu tun ist, gemeinsam mit allen Einsatzorganisationen dann die entsprechenden Schritte zu setzen. Das ist unsere Aufgabe. Das unterscheidet uns auch von vielen Ländern in Europa. Wir sind Gott sei Dank dezentral organisiert. Das heißt, die Verantwortung liegt bei den Gemeinden, liegt beim Land und nicht zentral. Bei uns in Niederösterreich funktioniert der Zivilschutz deswegen so gut, weil er in den Gemeinden gelebt wird. Und dafür allen, die hier aktiv sind, ein herzliches Dankeschön.